bei dem Ludwigsburger Schlossfestspielen und dem Classic Open Air, was nun seit 20 Jahren etwa jedes Jahr hier an diesem Ort stattfindet. Das Wetter ist wunderbar, das Orchester ist vorhanden, der Dirigent kommt gleich, es kann nichts passieren. Und um Ihnen so ein bisschen eine Idee von diesem Abend, der sich Weiße Nächte nennt, zu geben, möchte ich Ihnen Dostojewski zur Hilfe angedeihen lassen. Und zwar lese ich Ihnen jetzt vor, was Dostojewski geschrieben hat. Und Sie werden genau das denken, wenn Sie den Abend nachher spät verlassen. Also passen Sie auf. In seinem Brief, in seinem Roman Weiße Nächte, ein empfindsamer Roman, wie er sagt, schreibt er: Es war eine wunderbare Nacht, eine von den Nächten, die wir nur erleben, solange wir jung sind. Der Himmel war so sternenreich, so heiter, dass man sich bei seinem Anblick unwillkürlich fragen musste, können denn unter einem solchen Himmel überhaupt irgendwelche böse oder mürrische Menschen leben? Mit diesen Zeilen werden Sie nachher nach Hause gehen. Sie werden sich das angedenken lassen, und zwar, wenn Sie die Musik hören, es wird Musik von Glinka sein, von Tschaikowski, von Borodin, von Glasunow und all Ihren Lieblingskomponisten. Manche kennen Sie vielleicht nicht, aber wenn Sie die Musik hören, werden Sie sagen, ach, das ist es. Und jetzt bitte begrüßen Sie das Orchester der Ludwigsburger Schlossfestspiele und seinen Chefdirigenten Pietari Inkin. Dankeschön. Thank you.